späten 80er Jahren hatte ich einen Freund, einen berühmten Physiker, der, ich habe damals in Santa Fe gearbeitet, der hatte ein großes Labor in El Paso, das war so südlich von uns, hat mir das gezeigt. Und das Labor war so groß wie ein Fußballplatz. 400 Angestellte, die alle rumgemacht haben an ihren Töpfen. Und der ganze Strom für dieses ganze Labor kam aus einem Apparat, der war nicht viel größer wie eine Thermosflasche und wurde betrieben von einer Goldmünze. Das lief seit Jahren. Das war kalte Fusion, hatte er entdeckt. Und hatte 7 Labore in den USA. Und dann so kurz nach meinem Besuch fand ich damals im New Mexican, damals in der Zeitschrift, stand da, oh, erstaunlich, Katastrophe, Labor in El Paso abgebrannt über Nacht. Und dann als Fußnote drunter und eigenartigerweise, zufällig, sind seine anderen 7 Labors in den USA in verschiedenen Unterstaaten in der gleichen Nacht auch abgebrannt. 4 Monate später wurde er tot aufgefunden, ermordet, neben seinem Haus. Ja, das war der Umgang mit der kalten Fusion. Letztes Jahr habe ich schon darauf hingewiesen, viele unserer ausgesprochenen und veröffentlichten Impfgegner in den USA wurden tot aufgefunden, sodass wir, auch Klinghardt sich selber Sorgen macht um seine Zukunft. Deshalb der erste Teil hier, oder stop murdering the scientists who have already provided us with the perfect solutions. Also es wäre eine gute Idee, wie wir nach vorn gehen als Menschen, wenn wir aufhören, die Leute zu ermorden, die die Ideen haben oder die Technologien haben, die uns weiter in die Zukunft helfen. Daniela und ich waren vor einem Jahr eingeladen in Norwegen von einer Gruppe von Wissenschaftlern, und die zeichnen uns ein Gerät, das war so groß wie ein Koffer, wo sie Wasser reinschütten und das Gerät erzeugt Strom. Und das Gerät konnte mit 4 Litern Wasser den Strom erzeugen für einen Haushalt von 4 Familien für eine Woche mit Waschmaschine, mit Fernsehapparat, mit allem. Ja, und das ist basiert auf einem Prinzip von einem Kollegen, den ich dann aufgesucht habe, Professor Jerry Pollack, Professor für Bioengineering, der bei mir um die Ecke wohnt in Seattle, hat ein fantastisches Buch geschrieben, The Fourth Phase of Water, das jeder eigentlich lesen sollte. Und was er gefunden hat, dass wenn wir in einem Wasser, in eine Membran reinstellen, organisiert sich das Wasser entlang dieser Membran so, dass die Wassermoleküle sich alle so orientieren, dass auf einer Seite die Membran positiv ist, auf der anderen Seite negativ mit 70 Millivolt. Und das ist genau das, was wir in der Schule gelernt haben, das Membranpotenzial von einer normalen Zelle. Und wir haben den ganzen Quatsch lernen müssen mit der ATP-Pumpe, Natrium-Kalium-Pumpe, die dieses Membranpotenzial erzeugt. Jerry Pollack hat bewiesen, dass das alles Quatsch ist. Ja? Wir brauchen keine Pumpen, um dieses Membranpotenzial zu erzeugen. Es passiert von alleine, wenn Wasser vorhanden ist. Und dieses Prinzip wurde genutzt, um einfach, da werden einfach 10.000 Membranen nebeneinander gestellt mit Stromabnehmern. Das erzeugt diese Batterie und das Wasser erschöpft sich in dieser Tätigkeit, erzeugt aber so viel Strom, dass wir damit alles betätigen können, was wir heute haben. Die Norweger haben berichtet, dass es in Deutschland ein Geheimnis im Untergrund ein Auto gebaut wurde mit dieser Batterie, ein Elektroauto. Und dieses Auto kann mit 180 Stundenkilometern eine Woche lang fahren mit 4 Litern Wasser, ohne Wärme zu erzeugen. Ja? Und diese Technologien sind da. Und dieses Chemtrail-Phänomen, was ich euch gezeigt habe, die Erde zu kühlen, würde völlig unnötig sein, ja, wenn wir diese Technologien zulassen. Wir haben die Wissenschaftler gefragt, ja, und wieso verbreitet ihr das nicht? Und dann haben sie nur gelächelt und gesagt, wir wissen, oder? Die ersten von uns sind schon tot aufgefunden worden und die haben sich untereinander vernetzt weltweit, um diese Technologie weiterzugeben in einem Untergrund, wissenschaftlichen Untergrund, sodass wir zwar einen ermorden können oder zwei, aber nicht alle, und dass diese Technologie sich still weiter verbreitet und an verschiedenen Stellen auftauchen wird. Ja.